Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zur vierten Folge Pokémon Ruby Destiny 2 Rescue Rangers zusammen mit Fragezeichen-Man. Genau, ich bin außenlos wieder dabei. Ja, wir haben eine spezielle Mission wegen einem merkwürdigen Pokémon, das Felsen hat. Habe ich gerade einen Encounter bekommen? In der Stadt? Okay. Okay, das ist random. Ja, wir haben irgendeine Mission, bei der wir ein merkwürdiges Pokémon, das Felsen auf Wege legt, besiegen sollen. Das ist wirklich das, was wir wollen. 23 Erfahrung, ich fühle mich toll. Anscheinend gibt es nur bei dieser Brücke einen Encounter. Das ist ein bisschen komisch. Und der DB ist hart overlevelt. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das versuchst du gerade herauszufinden. Zur Rettungsbasis. Ja, da wäre ich, denke ich, auch als erstes hingegangen. Ui. So. Hi. Hey, Günther. Morgen. Wirst du Berimen? Morgen wird etwas Erinnerungswürdiges geschehen. Ah, ich verstehe schon. Bist du bereit für morgen? Nein. Morgen wird etwas in die Geschichte eingehen. Ich glaube schon, Endivir sieht sehr glücklich über die Spezialmission aus. Ich habe eigentlich keinen Bock. Ich glaube, es ist nicht die beste Zeit für mich, ihr zu sagen, dass ich ein Mensch bin. Egal, Flamley und ich, sie sind schon bereit. Nein, nein, sie gehen vorbereitet. Die Items draußen. Also wir bereiten die Items vor. Wir werden hier sein morgen. Hab einen schönen Schlaf, Günther. Ach, schon wieder. Mission. Willkommen. Kann ich das einfach hier Chip und Champ nicht? Chip und Champ. Ah. Yay, wieder im wunderschönen Haus. Das schaffe ich mit Paint auch. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon der nächste Tag. Ja, sieht so aus. Ja. Wunderbar. Perfektes Time. Bist du bereit für die heutige Mission? Nö. Hast du ja oder nein gedrückt? Natürlich nein. Als Rettungsteam können wir so eine Mission nicht ignorieren. Punkt, 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 Punkt! Warum hast du mich überhaupt gefragt, wenn wir am Ende nur regeln? Es ist nicht weit von hier. Du brauchst keine Sorge zu haben. Okay, dann los geht's. Das ist genau der Geist, den wir brauchen. Auf unserem Weg. Aber ich bin Elektro-Pokémon. Ich speichere lieber zuerst mal. So. Hey, also ist das jetzt Fortune Rally? Warte, das ist mein Text. Nein, also, erst hat Günther das gesagt. Yep, das ist Fortune Rally. Aber da unten ist Ärger. Ui. Du verarschst mich, oder? Ist da irgendein Problem, Günther? Wir gehen einfach da runter und kommen denn. Ich wundere mich, ob alles hier einfacher wäre, wenn wir einfach runterspringen würden. Also egal, oder?
Auf jeden Fall, hätte ich jetzt gesagt. Wir sollten auf den Weg. Oi, Junge, das wird ermüdend. Okay, let's go, Alter. Yay! Und jetzt beginnt der nächste Dungeon. Ja. Und es wird wieder ein Endboss geben. Ja, und noch Text. Im Übrigen, Günther. Seit du den Rettungsteam geworden hast. Rucksack. I might well put this in there. Ja, ich hab eine Beere bekommen. Noch eine Beere. Noch eine Beere. Noch eine Beere. Noch eine VM. Eine TM. Chill doch mal! Wir sind jetzt bereit für die Mission. Übrigens, Kat ist eine gute Attacke. Okay, let's go! Das war jetzt etwas seltsam. Wie viele Items waren das? 10? Zerschneider, kann das... Das eine solltest du unbedingt den Livia beibringen, nicht Zerschneider. Sondern, Kugelsaat, das andere ist Kugelsaat. Oh, Kugelsaat, sehr gut. Bullet Seed, das kann sowieso kein anderer aus dem Team. Wer hätte das mal gedacht? Und dann in... es hat ja gerade Rasierblatt erlernt. Ich dachte, das wird's noch. Keine Ahnung warum. Naja. So, ich freue mich schon auf den ersten Encounter. Oh Gott, Zickzacks. Level 4. Keine Sorge, die Encounter sind hier nicht so schlimm. Im ersten Dungeon. Die sind... Die im ersten Dungeon waren auch schon scheiße einfach. Außer der Boss. Ja, und danach wurde es schwieriger, aus dem er Robin entführt wurde. Fand ich irgendwie nicht. Ich hatte da immer noch genauso starke. Naja, im Übrigen, bei deiner Challenge, weißt du, was ich mir danach gedacht habe? Was? Weißt du, wie viel die Bären einbringen? Nicht so viel. Nicht so viel, aber damit hättest du dir einen Pokéball kaufen können. Aber da hätte ich damit auch erstmal was fangen müssen. Oha. Damit kann ich die KP dauerhaft erhöhen. Boah, auf wen mache ich das? Wen würdest du sagen, soll ich mehr Leben geben? Hallo? Ich glaube irgendwas mit der Aufnahme, mit dem Anruf stimmt wieder nicht. Ich glaube, du solltest das bei Pikachu verwenden. Warst du gerade kurz weg, oder? Hä? Warst du gerade kurz weg? Ich habe nämlich nichts gehört, die für eine Minute oder so. Nein, ich bin noch da. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Fragen sowas viel später bei dir ankommen. Du hast irgendwie immer 30 Sekunden, bevor du meine Fragen beantwortest. Ja, das ist leider so. Ah, jetzt ist es wieder normal. Okay. Schade.
stirb. Ja. Und ich sag dir gleich, in der nächsten gibt auch seine Heilpflanze. Boah. Die gibt's gefühlt überall. Das ist wahrscheinlich eh One-Hit. Bei mir dauert's ein bisschen länger. Zack. Bis bei mir was ankommt. Yay. Aber wie ist das Game bisher? Ist anders als ich erwartet habe, aber spielt sich ganz cool. Okay, der Bosskampf cool, war... Ich finde, man hätte es nicht so machen müssen, dass das Spiel bei, wenn man stirbt, abstürzt. Das ist ja eine Naslog schon vergessen. Muss trotzdem das Spiel nicht abstürzen. Ich muss dazu sagen, ich hab's dir gesagt. Ich hab selbst noch nicht in dem Kontext gewusst, aber ich hab's dir gesagt. Echt? Hä? Hast du das? Du hast gesagt, dass ich man... Ich hab gesagt, pass auf, dass kein Teammitglied stirbt. Ja, das weiß ich, aber sowieso ein ja, Team... Ja, ich hab nicht mehr gewusst, dass das damit ich gemeint hab, dass dann alle Teammitglieder sollst, das nicht stirben. Ja, und dann kriegt man ne, Spielabsturz. Wunderbar. So. Dann... Da ist schon die erste Pflanze. War das jetzt bei dir oder bei mir? Was denn? Der Leck ist irgendwie lustig. Okay, das ist bei mir, Leute, ich glaube es. Bin ich der Einzige, der findet, dass die Beere da drüben rechts ein bisschen falsch aussieht? Hoffentlich nicht viel mehr. Das nervt gerade ein bisschen. Ich benutze auch gerne die Vorspieltaste, wie man vielleicht merkt. So. Okay, jetzt müssen wir irgendwie alles unterhalten. Yay. Das Problem ist halt, dass es auf Skype nicht klappt und wirklich andere Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Ja, das ist jetzt ganz nur ganz leise. Und du wirst zur Schneider brauchen. Hallo, hörst du mich jetzt lauter? Sag das mal was. Hallo? Ja, ich höre das ein kleines wenig lauter. Ich starte mal kurz den Anruf neu, vielleicht klappt es dann besser. Weil du hörst mich doch über Discord, oder? Keine Sorge, ich bin noch da. Ja, du hörst mich aber über Discord, oder? Es müsste, glaube ich... ich weiß nicht, oder... Ah, mein Discord stürzt ab, das sehe ich gerade. Ich liebe das, das ist Professionalität. Hallo? Hörst du mich jetzt Hallo? Besser? Hallo? Ja, weniger verzögert. Okay. Gut. Dann kann es jetzt erstmal weitergehen. Oh, falscher Knopf. Jetzt habe ich das ganz gut gehört. Ja. Jetzt verstehe ich schon. Was? Wir gehen gerade den ganzen Weg da runter. Ja. Komm hin. Yay, Vergiftung. Sehr viele Ebenen. Oh Gott. Es
glaube 5 oder 10. Obwohl. Ich denke 5. 5 wäre noch in Ordnung. Und denken dran. Nicht vergessen zu speisern. Ja, das tue ich nicht. Alter. Ich komme hier jetzt nicht voran, weil ich derzeit zurückrennen muss, weil die so viel Schaden nehmen. Ey, jetzt schon wieder. Willst du mich gerade verarschen? Na klar, das ist ein Mystery Dungeon Spiel. Ich gebe mich heilen, zwei Felder später kommt ein Pokémon und ich darf wieder zurück, weil ich mich heilen muss. Cool, schon wieder. Wow, ich bin drei Felder weitergekommen. Komm. Ich bin da. Und zwar nachdem du den Busch zerschnitten hast. Hä? Was für ein Busch? Du wirst es sehen. Du wirst es verstehen und sehen, wenn du dort bist. L, muss ich gucken, was es ist. Sonntag. Yay, Sonntag. Das würde was helfen bei, genau. Ja, ich hab jedoch sicher irgendwas. Wow, ohne ein einziges gegnerisches Pokémon. Yeah. Das ist ungewohnt. Ich bin gerade am Aufnehmen. Nein. Okay, ich unterhalte gerade die Leute. Also, willkommen zurück zu der Samut Show. Bin wieder da, nächstes Mal. Okay, du hast gerade die Samurzel-Show verpasst. Was? Nee, ich stand eigentlich direkt neben dem Mikrofon, aber meine Mutter ist reingekommen. Jetzt weiß es die ganze Welt. Ja. Ja, wunderbar. Ich darf wieder zur Heilpflanze zurücklaufen. Das ist ein weiter Weg. Mich nerven die Nidorans hier die ganze Zeit. Ich sag nur klar, ist diese Erfahrung wirst du brauchen. Echt jetzt? Echt jetzt? Irgendwie habe ich gerade Angst, dass der Boss ein Nidoking oder sowas ist. Okay, jetzt beginnt es Random zu generieren. Echt? Gute, du kannst immer Pflanzen nehmen. Und okay, das Ding hatte ich noch gar nicht hier. Ja, du musst nicht so Miraflor hier entdeckt. Cool. Okay, ich glaube, ich sollte doch wechseln, auch wenn ich zu faul bin. Ja, das wäre vielleicht hilfreich. Übrigens hat mir was Folgendes gedacht. Damit deine Bestrafung ein bisschen leichter wird. Oh Gott. Was ist ein Discord-Server auf, wo alle joinen können? Na, das Problem ist, es wird keiner joinen. Ich habe ja auch einen Discord-Server. Wirklich? Warum bin ich nicht da drin? Du bist da sogar drin. Wirklich? Ja. Der ist doch so steinalt und da. Der ist so steinalt und da postet nie jemand was. Obwohl, ich muss gucken, ob es den noch gibt. Hier, der Günther aus der Döner. Alter, ich kann den ganzen Namen nicht sehen. Hier ist auf jeden Fall Günther aus der Dönerbude. Teamspeak. Ja, nicht Teamspeak.
Und du bist da auch drin. Ich schick mal kurz. Ach, hab schon. Ah. Alles klar. Der beste Teamspeak der Welt. Warum sage ich immer Teamspeak? Das ist ein Discord-Channel. Keine Sorge, da wird schon jemand scheitern. Glaube ich irgendwie nicht dran. Oh, Nuggets. Boah, mich regen diese Nidoran hier einfach auf. Hier gibt's so viele Nidorans. Ich merk's. Ich will den Dungeon jetzt noch in dieser Folge beenden. Yay. Du kannst ausfliehen. Stimmt, da ist was dran, aber die Erfahrung ist halt auch wichtig. Sollte es vielleicht Flamie mal auf der vorderen Stelle geben. Hm, stimmt. Pikachu wechsle ich ja sowieso immer direkt aus. Und der Tag, an dem Zerschneid zum Einsatz gebracht werden muss. Ja, nicht vergifte. Und zack. Cut. Okay, ich setze jetzt einen Schnitt ins Video, weil das ist dann schlechter wird. Yay, Vergiftung. Also du hast ihm Sonnentank beigebracht, ja. Ohne dass er einen Feuerattack kann. Er müsste jeden Moment Glut leer. Er lernt Glut! Ich kann's! Du hast gerade so vergessen lassen, dass auch Cold passt. So. Das ist krass. Ich guck mal, wie weit ich noch muss. Ich denke, ich bin inzwischen. Ich glaube, du hast zwei Ebenen. Okay, das kann sein und wäre jetzt auch nicht so viel. Nimm. Ja, du hast eine Ebene. Mann, ich war mich gerade freuen, dass ich auf dieser Ebene kein einziges Pokémon getroffen habe. So, das ist dann. Genau, das ist die letzte Ebene. Jetzt das einzige, was schade ist, dass keine Ebenen angeschrieben sind. Boah, hier sind viele Bären. Die geben dir echt viel Energie, oder? Ja. Boah, perfekt. Zickzacks, das stärkste Pokémon im Spiel. Noch ein Level Up, sehr gut. Das ging ja wohl Zicke und Zack. Hahaha. Ich meine, hallo. Oh, Eisen. So, jetzt solltest du mal speisern. Ja, ich gönn mir hier noch kurz Eisen. Yay. Gebe ich mal. Hier, einfach mal so. Warum nicht? Gute Idee. Yay, Knuffenser. Yay. Speisern ist vergessen. Ja, ich heile mich noch oben und gehe dann beim Speicher hier heilen. Ja. Ich kann nicht reden gerade. Ich bin gerade verwirrt oder so. So, gespeichert. Ich wette, ich kriege jetzt hier auf der Ebene noch einen Kampf. Nee. Jetzt kannst du. Aha. Okay. Wir werden unter. Das Problem ist. Okay. Ich hab gerade Angst. Ernsthaft noch ein wildes Pokémon. Boah, das war's jetzt wert. Du musst einfach nur weiter nach vorne. Was ist? Was soll das die Pokémon hier ignorieren? Glaub mir.
wirst es sonst bereuen. Ich brauche halt die Leben für einen Boss. Au. Okay, das ist nicht die Situation, die ich gedacht habe. Sieht aus wie ein Berg. Boah! Ist es möglich, dass sich Berge bewegen? Punkt! Wie viele Punkte gibt es in dem Spiel? Da ist nur ein Pokémon, das ist... weiß. Was sind in Kanon klar? Flamey, wir reden nicht über Grudon. Wenn ich jetzt gegen Grudon kämpfen muss, hasse ich mein Leben. Grudon? Nicht so ängstlich, bitte. Und Grudon ist das Montenardo. Boah, das ist ja viel besser! Das ist viel besser! Wenn die wir Günther, wir haben keine Wahl. Es gibt es an, gehen wir diesen Weg, müssen wir weitergehen. Können wir nicht einfach mit Regirock reden? Bitte stopp die Erdbeben, bitte. Oder haben wir wieder eine Tasse Tee? Okay. Lass uns bewegen, Team. Tok, reden dies. Lasst uns nur zu quetschen. Rampage, was bedeutet das mal Rampage? denkt ihr wirklich, wir haben eine Chance gegen Regirock? Nein. Können wir wirklich gegen... naja, ich weiß es nicht, aber lass uns kämpfen. Wunderbar. Legendary Pokémon would like to battle. Ha. Level 11. Und ich hab mein Feuer-Pokémon vorne. Naja, besser als Pikachu. Eigentlich nicht. Pikachu kann keine Attacken auf ihn aufbauen. Doch, weil Regirock ist Typ Gestein, Elektro trifft nur keinen Boden. Achso. Ja, ich merk's. Ist es gut, dass du Kugelsand beigebracht hast? Ich glaub auch. Das bringt nur nichts, wenn er gerade all seine Werte in die Hölle boostet. Ich glaub, der one-hittet gleich einfach all meine Punkte. Geh, du hast ihn verbrannt. Er ist schon halb tot. Weißt du, was bei mir ist? Was? Draufgegangen. Yay. Sein Angriff ist und seine Verteidigung müssen inzwischen relativ Maximum sein. Oh Kacke, jetzt wird's scheiße. Oh, ich bin One-Hit, wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, ich gewinne das. Das Ding ist schon fast tot wegen Flamly. Los, Endivie! Okay, mein Zug. Es ist schon rot. Ich gewinne das. Nice. Ich habe nur zwei Pokémon gebraucht. Das war irgendwie leichter, als ich dachte. Das gibt, glaube ich... 500. Ja gut. Ist das Level 14 oder 15 oder... Und nicht mal 14.
Yay, yeah, ich hab gewonnen. Aua. Warum sag ich Aua? Ich hab nicht mal gekämpft. Naja, Stein-Pokémon. Okay. Das war eigentlich überhaupt nicht schwierig, aber ich sag das jetzt einfach mal. Kind of Life. Und Regirock. Ist da aufgepasst. Man, Legendäre geben einfach nicht ab. Einfach. Punkt. Ich bin müde, seit ich in Pikachu verwandelt wurde. Kann ich nichts gegen Regirock machen. Was ist bei dir los? Da kommen komische Geräusche. Wirklich? Das kommt von dir? Hä? Okay. Das ist bei mir. Das kommt auch aus meinem Handy. Jetzt hat's aufgehört. Ich habe keine Chance gegen Regirock. Aha. So, soll ich oder du? Mach du. Oh mein. Was habe ich hier getan? Was? Du erinnerst dich nicht mehr? Wenn nicht, dann mache ich den. Wir haben gegeneinander gekämpft und dich besiegt. Klingelt's da nicht? Du nimmst immer den Spaß weg, oder? Oh, das kommt jetzt wieder bei dir. Hä? Bei mir kommt es von dir. Ich glaube, das ist wegen Discord. Jetzt ist es wieder weg. Ja, lol. Lass einfach schnell den Part fertig drehen. Ja, oh mein. Wie konnte es nur? Ich kann es nicht nennen. Well, anyway. Können wir dir fragen, ob du nicht das Land wieder dorthin gibst, wo es war? Warum würde ich so eine gefährliche Sache zu tun? Könnte der andere Pokémon verletzen. Wir wissen's. Wir sollten zurück ins Hauptquartier und einen Report abgeben. Weil ich Chef gerade war. Hört sich wie ein Plan an. Ist bestimmt. Ich bin jetzt richtig müde. Eigentlich hast du auch fast nichts gemacht, aber. Wie auch immer, Regirock. Wir kommen bald zurück. Oh, okay. Hab deinen sicheren Trip, Kid. Nicht so furchtbaring wie wir das. Ja, habe ich mir nach dem Bosskampf auch gedacht. Danke. Tschüss. So long. Aha. Damit war's das für diese Folge, die auch wieder kein bisschen merkwürdig war. Genau. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Also, und schaut mal bei Fragezeichen. Und schaut bei Fragezeichen Man vorbei. Ciao. Ciao.